Ja, jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Sprung, auch zeitlich gar nicht mal wirklich, aber seelisch, sage ich mal. Weil in der Zeit, als eben in Lüneburg die harten Drogen immer mehr sich breit machten und ich aber auch als Rockmusiker irgendwie mit den Leuten Kontakt hatte, kam ich natürlich auch an Haschisch ran. Und es gab eine Erfahrung, die wirklich mein ganzes Leben umgestülpt hat. Denn mit 3 Zügen Haschisch war ich plötzlich sozusagen in einem kosmischen Raum der Unendlichkeit ohne Ich-Identität. Es dauerte im Außenbereich, sozusagen in der normalen Zeit, 3 bis 4 Stunden. Aber für mich innerlich war das die Ewigkeit. Und auch da ging daraus hervor mit der Erkenntnis, das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Das ist eine völlig andere Sicht, als ich sie vorher hatte, ein völlig anderes Weltbild. Es gab im Grunde keine fixe Identität und kein Glauben in dem Sinne. Gott und Jesus, die hatten ausgespielt. Das war für mich klar, dass das nur Ideen sind und Konzepte, eine Möglichkeit, die Welt zu interpretieren. Aber es gab eben unendlich viele Möglichkeiten und es war für mich klar, dass diese Erfahrung das zeigt, was Wirklichkeit ist. Nur konnte ich das nicht vermitteln und habe auch niemanden getroffen, der das so empfunden hatte wie ich. Von daher war ich sehr alleine und ich hatte auch große Angst, in diese andere Realität oder Sichtweise oder diese Art von Psycheninnenraum hinein zu geraten. Ich wollte das nicht. Ich wollte meine Identität als Individuum in diesem ganz begrenzten Raum oder Rahmen aufrechterhalten. Und habe also das schon deswegen habe ich dann von da an jedes Haschischrauchen vermieden. Ich habe es einmal noch probiert, da kam wieder genau dieselbe Situation, also mit voller Angst auch. Und das hat dann 10 Jahre gedauert, bis ich schließlich mit 29 nach meinem Studium Philosophie und Musikwissenschaft und Literaturwissenschaft 1980 gleichsam zu Bhagwan nach Pune gerufen wurde, innerlich gerufen wurde. So fühlte sich das an, denn obwohl ich in der Zeit des Studiums wirklich nichts wissen wollte von Meditation und Sekten und so weiter, habe ich dann doch einen Film gesehen, Bhagwan in Pune. Der Film hieß, glaube ich, Bhagwan in Pune. Und der trat dort auf und wie der sprach, so, Bliss. Da habe ich gedacht, also der ist ja die ganze Zeit in dem Zustand, den ich damals erlebt habe. Das ist ja irre. Wie kann der das aushalten? Das muss ich unbedingt erfahren und nachforschen. Und bin dann bald nach Indien gefahren und dort in Pune gelandet und wurde Sannyasin von Bhagwan. Mit welchem Namen? Ja, das war damals so, dass man auch seinen Namen behalten konnte. Also man konnte das Bhagwan selber überlassen. Ich habe das sozusagen offen gelassen und habe dann nur den Namen Christian behalten mit dem Vorsilbe Swami Christian. Hat er eine schöne Erklärung gegeben des Namens, das war ja seine Spezialität, die Namen dann bei diesem Sannyas geben, wo man ihm gegenüber saß, zu erläutern und so in etwa ganz kurz, Christian ist ein Nachfolger von Christus, aber Christus ist ein Niemand, Nobody, als Erwachter ist man eben niemand, da gibt es keine Identität mehr und deswegen heißt Christian Nachfolger von niemand oder anders gesagt, folge niemand. Folge also niemand, sei du selbst und das war für mich tatsächlich ein Schlüssel für meine ganze weitere Entwicklung, möglichst darauf zu achten, dass ich authentisch bin und nicht einfach irgendwelchen Vorgaben oder anderen Leuten folge. Tatsache war aber, dann hatte ich mich verliebt schon sehr bald. Das wurde eine völlig irre Liebesgeschichte, wo ich mehr als nur gefolgt bin. Also ich wurde fast zum Stalker. Und das habe ich alles in einem eigenen Buch dargestellt, bis hin, dass ich dieser Frau dann ins katholische Kloster folgte und da eingebrochen bin nachts und sie rausholen wollte.
also wirklich spannende Geschichten. Also sie war keine Sannyasin? Sie war keine, sie war aber eine Yogini. Sie hatte ihren eigenen Weg und folgte dann später Maharishi Yogi, TM. Und ich bin immer hinterher und versuchte sie zurückzugewinnen und bin auf diese Weise als Sannyasin in die Hochburgen der TM gelangt mit meiner Mala und meinem roten Gewand. Das war alles so etwa in der Zeit 80 bis 82, 1980 bis 82, 83. Da waren diese beiden Richtungen, Bhagwan und die Sannyasins und auch TM, Maharishi, eigentlich die führenden spirituellen Bewegungen in Deutschland, vielleicht sogar weltweit. Und auf diese Weise habe ich dann die beiden auch unter ganz eigenartigen Umständen vergleichen können. Nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret. Das war eine sehr spannende Geschichte.